So, meine lieben Leute, hallo und herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Resident Evil. Serel. Das ist, ich glaube, ja, das ist, ich glaube, wir haben keine Chance darauf, dass das mal, besser ohne wird. Ohne geht, ich glaube, es geht nicht ohne, weil es ist so eingeprägt. Pass auf, Leute, wir müssen... Ja, warte mal, pass auf, wir haben einen Speicherraum hier vorne. Da können wir jetzt immer rein und raus gehen tatsächlich. Das ging natürlich nur wegen der Fledermaus. Also pass auf, wenn ihr mal in die irgendwo nicht reinkommt, ne, in eure Wohnungstür, Zimmertür, Haustür, wo auch immer, guckt immer nach, ob da irgendwo eine Fledermaus ist. Tötet diese Fledermaus und ihr kommt mit Garantie wieder in euer Haus, Wohnung oder wie auch immer. Neger? Yay! Du bist so super behindert, Alter, Neger. Ach, scheiße, ey. Du hast dein Kabel hier. Nee, doch nicht. Ich wollte den mal ganz kurz mal... Ich hatte mein Kabel, weil ich hatte Brille ab. Was? Ich hatte es eben abgenommen, weil ich meine Brille kurz putzen musste. Achso. So, achso, wegen dem Loch, Freunde. Ich habe eine Idee. Wir hatten ausgemacht, dann habe ich gesagt, Inka, ich habe eine Idee. Und Inka sagte, wäre ich nicht drauf gekommen. Und ich sagte, weiß ich, deswegen bist du ja auch nur Inka. Und... Aua! Ah! Ah! Naja, auf jeden Fall. Wir laufen jetzt diesen ganzen weiten Weg zurück und holen uns unseren behinderten Enterhaken. So. Ja. Wenn wir wieder zurückkommen, heißt das. Das wäre natürlich ein super Albtraum, wenn wir es nicht mehr wieder. Weil das ja nach unten gefahren ist. Dann müsst ihr doch eigentlich damit hochklettern. Wisst ihr diesen Haken, den wir hatten, als die Leiter im Zug? Haben. Du bist ganz schön. Henkerhaken. So. Alter! Ah, Affen! Und die ganze Affen. Alter, anstatt dass sie rumballert. Die ganze Affenbande brüllt. Aua! Ich habe mich einfach nur übertrieben erschrocken. Entsetzt war ich quasi gerade. Wollte dieses immer. Oh Gott. Ah, jetzt ist er erst gestorben. Jetzt dauert ein bisschen lange. Also schon das hier. Hä? Guck mal, jetzt geht. Ah, nee, das habe ich immer so gemacht. Jetzt so habe ich ja gemacht. Anstatt mit dem X-Knopf so zu drücken, habe ich mit den. Ach, hey, hier. Naja. So, wo haben wir denn den Enkerhaken? Den haben wir gerade. Ich weiß gar nicht, ziemlich am Anfang doch, ne? Ja, ich glaube auch. Da mit diesem Klavier. Nee. Vorher. In so einem Raum, wo die Creme durch die Körper. Ja, das meine ich, aber wo ist denn der nochmal gewesen? Wo sind wir jetzt? Ah, natürlich sind wir wieder hier. Wo ist denn der Geralt? Hä? Warum bleibt Geralt eigentlich immer stehen? Der hat Angst. This way. Ja. 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 This way. Ja. Yep. Yep. Oh Mann, ey. Das ist so. Ey, wir müssen kurz trösten. Wen müssen wir trösten? Warte mal eben. Diesmal hoffentlich bringt uns das kein Unglück. Trinken wir nicht unser. Warte mal, bitte. Enka. Oh, Enka. Ich glaube, ich weiß, wo es ist. Du bist ein Sufki. Unser Bierchen. Wir trinken jetzt immer unser Bierchen. Hallo, es gucken auch Kinder zu. Ja, beim Spiel ab 18 gucken, genau, sollten eigentlich keine Kinder. Wir spielen, das wisst ihr, habt ihr schon mitgekriegt bei jedem. Wir saufen immer. Nein, wir trinken eigentlich immer unser Bier. Das haben wir diesmal nicht. Wir haben diesmal ein Smirnoff. Smirnoff Eis. Nicht Smirnoff, das ist ja Smirnoff, ist ja ein, weißt du, so ein Wodka-Ding. Ja, Ding halt. Smirnoff. Hier, warte, ich hab. Da ja, hab ich. Da haben wir den doch. Yay. Yeah. So, Chin Chin! Also deine Geschichte aus dem Atrium mit dem Rigo, ne? Alter. Es ist kein Wunder, weil du kannst Rigo und Smirnoff für 3 Züge wegtrinken und du hast das Gefühl, du trinkst gar nichts. Smirnoff, ja, das ist einfach nur lecker. Rigo auch. Ich hab früher immer gerne Rigo. 16 Rigo habe ich mir in den Kopf geballert. Und wie war das, 16 Rigo? Ich glaube 6 Smirnoff Eis, 4 Becks, Alter, ich weiß. Und dann noch hier dieses Soul, das Desperados-Bier noch. Alter. Ich hab früher immer, wenn ich auf meine Strandfahrt gegangen bin, habe ich immer einen Sixer Smirnoff und einen Sixer Rigo gehabt. Den habe ich mir allerdings mit meiner besten Freundin geteilt meistens. Aber
Dann haben wir immer noch als kurze, wir hatten noch bei uns Been um die Ecke, weißt du? USB? Been. Ach so, ja. Und das war mal geil. Mit Tobi, der hatte ja, der konnte mir Alkohol kaufen, habe ich mir immer. Wer? Tobi. Also dein Bruder ist also Tobi. Habe ich mir immer Dirty Harry als kurze. Ja, ja, ich mache ich überhaupt gar nicht, voll ey. Geil. Dirty Harry. Ich habe aber erst da getrunken, als ich die Erlaubnis von meinem Papa hatte. Ja. Ich mich mach mal kurz. Ende ach so, besuchen. Guck mal, das dürfte. Sind die da drin so laut? Mach mal kurz Muting. Oh, jetzt höre ich mich selber. Ja, das ist natürlich besser. Warte mal, mach mal. Ich bin ganz erschrocken, dass ich mich selber höre gerade. Mach mal kurz Muten. Raschelt das denn so, Alter? Ich habe hier gerade Probleme mit meiner Statik. Ja, sei noch lauter da drüben. Aha. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Irgendwie spannt das hier ein bisschen. Hast du wieder entmutet? Ich bin entmutet natürlich, schon okay, seit 10 Jahren. Wir haben alle mitgekriegt, wie du von deinem Säufererlebnis gesprochen hast. Oha. Mhm. Ich würde mir mal viele Sachen mal durch den Kopf gehen lassen. Oh, was? Diese typische Resident Evil Musik. Darf ich ne? zurücklaufen? Was? Darf ich das ausprobieren? Ja, mach doch. Also da rein. Ich sauf ne? in dem Zeitraum. Also. Oh, ich bin. Oh, das ist komisch zu laufen, finde ich. Mit der. Wie ist das, wenn ich schießen muss? R1, ne? Ja, erstmal musst du die Fledermaus besiegen. Nein, du musst jetzt erstmal den Links ausrüsten, Mann. Entehaken vielleicht ausrüsten. Nee, kannst du gar nicht. Du musst verwenden. Drück mal verwenden. Ja, weil du nicht unterstehst. Du bist natürlich 2 Schritte weitergelaufen. Ja, das konnte ich jetzt ja nur nicht wissen, dass du... Nein, natürlich nicht. Wenn man da untersteht, dann musst du es... So, jetzt kannst du verwenden. Yay! Ach, wir sind so schlau. Und wie, womit weil wir so schön sind, so schlau sind. Was? Mit was schieße ich? Mit R1 und X und so. Dann. Hey, kommt der Fifi auch? Nein, der ist zu schwer. 80 okay. Kilo. Ach, stimmt, da war ja was. Achso, soll ich doch wieder? Wo schieße ich? Okay, ich gebe wieder ab. Hättest du dich verraten müssen? Ja, natürlich. Ja, denkst du, du hast eine coolen Skills? Würdest du die Leute etwa belügen? Dieser Trendschalter scheint ein Stromfurzer zum Auslösen zu sein. Regeln, okay. Schalter umlegen, ja. Na, wen wundert's? Kein Strom. Oh, doch, das ist Strom. Ja, Bingo. Okay. Guck mal, kannst du mischen, hast du Platz für... Ah, kannst du die Tür aufmachen, bestimmt. Oh, Inka, also, ja, natürlich. Ich will gerade den Brain. Mein Gott, und Frosch am Hals habe ich auch. Dieses kann ich nicht mehr tragen. Ach so, weil ich die scheiß Dings hab, ne? Ah, oh. Ja. Achso, ob ich die ablehnen kann? Den grünen, ja, mach doch, was ist denn stärker, grün und grün oder grün und rot? Ah, ich kann einfach grün-grün machen, ist auch scheißegal. Ja. Ist auch ziemlich stark. Es gibt wenigstens richtig krasses Ganja. So, oh. Lass uns doch einfach wir mal... Wir haben Kinder hier vielleicht. Beim Spiel ab 18. Hä? So, ich will mal ganz kurz sichern. Das Spiel retten. Alle, die zuschauen und so Forestbounds gucken, weiß genau, was damit gemeint ist. Dieser fatale Fehler, das Spiel retten, was? Ja, ich langweile dich also. Wie viele haben wir denn noch eigentlich? Was? Du bist irgendwie voll. Boah, der geht gerade so warm runter, ne? Wie sieht das aus, wenn das da liegt? Ein Joint, Alter. Ich würde. Ach, schade. Ich hätte so gefeiert, wenn er jetzt echt so eine Tüte naja, liegen würde. Naja, aber es ist. Ich meine, du rollst das zusammen und hast dann Joint. Also. Viel Tabak noch, ne? Da hab ich mich doch beim ersten Mal schon so beäumelt. Das ist das erste Mal mit dir gespielt. Ich kannte das dann ja, halt. Oh, irgendwie. Jetzt habe ich den Joint mitgenommen. Du hast ihn vorher nicht gespielt. Ich fand das irgendwie witzig. Ach, was mache ich denn hier für Knöpfe drücken? Tom G. Du
stehst du vor, Junge, warum nimmst du es nicht mit? Ah, ich wollte heute noch meine Mutti angerufen haben. Das kann ja. Ich vielleicht gleich noch mal eine Aufnahmepause machen. Ja. Rebecca, nein, jetzt sind wir Gerald. Gerald Kirche. So. Kann der Gerald auch mal speichern? Achso, diese starre Kamera ist immer echt. Ein Wunder der Natur. Oh Gott, ey. Ja, super. Das Beste daran ist immer, dass ich immer die Sachen immer nebeneinander lege. Und, oh, weißt du was? Wir gehen einfach nicht drauf. Komm, ich sammle das ein. Was? Ach, komm, hör auf. Du kannst das nicht. Ich geh da wieder rein und hol das. Oh, Inka, Alter. Du bist so nervig. Scheiß Kräuter. Du findest draußen tausend Stück davon. Und der, wenn wir es da brauchen, haben wir es. Brauchen wir nicht. Guck mal, jetzt sind die weg. Die sind weg. Geht doch nicht. Der Gerald ist auch zu blöd, die Kräuter aufzusammeln. Jetzt haben wir es. Kräuter. Oh, Gerald, Alter. Soll ich die Affen fressen? Warum waren da wieder Affen eigentlich in diesen Anwesen? Schlierp. Piep. Yay. Die Musik ist aber stark bei Resident Evil 2 vertreten. Tatsächlich. Was haben wir hier? Ah, diese Magnum-Dingens, ne? Genau. Ja, der hat mir auch erstmal weggeworfen. Was? Der hat mir ja auch erstmal weggeworfen, ne? Ja. Wo soll er denn jetzt hinfahren? Ach! Oh, ich weiß, wie wir es hätten machen können. Wie denn? Wir hätten sie einfach mitnehmen können. Bestimmt ist die Tür von der anderen Seite geschlossen. Verstehst du das? Mhm. Aha. Ja, Bitch. Aha. Ich hab Angst ohne sie. Zuckerpüppchen. Joho. Schmusebär. Die Tür wurde aufgeschlossen. Brabadabam. Lal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 
Ja, die sind wir zusammenmixen sollen, ne? Ja, ja, haben wir doch aufgeschrieben und haben da auch irgendwo stehen. In ja, du nur weißt nicht, wo der Zettel mehr ist. Nee, aber das steht hier in der Notiz irgendwo. Inka, Alter. Bei ihr. Inka Bär. Das Leben mit dir. Wenn ich eine Farbband hätte, da ist ein Knöpfchen zum Drücken. Mies. Warte, ich kann's nicht tragen? Oh, das ist voll mega AA, ey. Die Musik ist einfach gerade hier so, weißt du, wie erinnert mich gerade an Seven Days to Die, die Musik, Alter. Ist auch so nervtötend. Ja. Zwei Stunden später, ja. Ja. Nee, ich habe gerade überlegt, ob du ein Kräuterdings da lassen sollst, damit wir ein bisschen Slot frei haben. Wir finden mit Garantie was, wir sind ja nicht umsonst da, ne? Mit Kräuter? Ja. Habe ich dir ja vorhin schon mal gesagt. Aber wir kommen bestimmt nicht nochmal zur Kirche, das kann eben natürlich auch sein. Aber jetzt kommen wir hier bestimmt nochmal her. Wahrscheinlich. Warum machst du einfach die hier? Billy, hat wer ist ein Billy, Alter? Gerald, muss da stehen. Ach, Gerald. Gerald, genau. Hier kannst du ja nicht da rein. Ah, okay, da können wir ins Items immer so rüberrutschen. Von oben nach unten. Okay. Boah, Alter, die Musik ist so zum Kotzen. Echt einfach nur nervig und anstrengend gerade. Warte. Aber Kräuter, ne? Genau. Ja, willst du da reinpacken oder was? Warum? Keine Ahnung. Das ist ein Lastenaufzug, das heißt, wir sollen uns da. Alter, der wird nachher wach hier. Hab ich gar nicht gesehen, die Kollegen hier, der liegt, ey. Was man so alles im Zug gefunden hat, ne? Doch sinnvolle Dinge. Sinnvolle Dinge. Ohne. Ach, das ist das OP-Labor hier. Ah! Nicht so einer! Oh oh. Nicht nachladen! Ah, ah! Ah! Und hau ab! Alter, warum macht ich das denn jetzt? Oh, Platzi! Lauf! Ah! Ich hasse dieses Ding, ne? Du bist gesund geblieben, tatsächlich. Ja, Alter. Ich habe auch arschgeil reagiert, ne? Einsammlung von Egel-Exemplaren. Knopf drücken. Ja, wir haben doch hier Egel am Start. Eine der Kapsel glüht. Ja, ist doch gut, oder? Dieses Objekt können sie nicht mehr tragen, was natürlich echt enorm schade ist. Nehmen Spray oder so, keine Ahnung. Kann ich nicht kaputt treten hier? Warte mal, hier ist ein Dings. Hier ist eine Karte. Ja. Okay. Hier ist eine Tür. Ich wollte. Wo ist denn dieser. Ich hab nur. Da ist auch noch. Nee, das ist eine Flasche. Glühweinschlecker. Hab ich schon mal gefragt, ne? Ob der Glühwein draufsteht. Die Frage. Ich komme bestimmt nochmal hier wieder her. Stimmt. Oh. Müssen. Oh. Kommt hier hoch. Oh Gott, Mann, ich hab Angst. Warum ist die Musik so kacke? Der ist doch unten. Ist er nicht unten? Du rutschst auch schon so hin und her. Ist er nicht unten? Musst du nicht winken? Ja, doch, der ist unten. Aber trotzdem, wenn er so einen langen Arm macht und er hochschlürft. Musst du Billy winken. Wechseln, meine ich. Ja, aber Billy kommt hier nicht durch. Nee, zu Billy winken. Dann kann er doch unten töten. Ist Billy unten? Ja. Also, ich wollte vorher jetzt eine Pause machen, ey. So, Rebecca macht das mal Pause. Egal, bist du eigentlich noch bei Trost? Nein, wieso? Nein, das war klar, dass du Nein sagst. Was sollst du auch anders sagen, ne?
Wir sind nach oben gerutscht. Und der ist jetzt. Achso, ja, aber. Hä, der ist doch gar nicht. Wo kommen wir hier nochmal hin? Keine Ahnung, aber der war doch unten, oder nicht? Der Typ. Ja. Deshalb hätte ich jetzt gedacht, dass du ihn irgendwie finden kannst. Du bist ein schlaues Kind. Ja, genau. Ist die Flinte von Rebecca stärker als meine? Guck mal nach deinem Gesundheitsstatus. Jo, ist doch alles gut. Warte mal, ne, ist alles tutti. Warte mal, ich kann ja trotzdem einmal. Hä, was? Verwenden? Ach, oh Gott, ist das doof. Ne, der lassen wir es. Das ist sonst so anstrengend. So, pass auf, wir haben jetzt neue Wege hier mit aufgemacht. Hier ist Markus. Diese Tür ist mit einer Büste von Markus verziert. Im Sockel ist eine Öffnung für irgendein Objekt. Ja, okay. Dieses Ding da bestimmt. Was da oben. Ja, ist ein Igel, ne? Mhm, ja. So ein. Ja, super. Okay. Bleiben wir mal ganz easy peasy hier stehen. Und Becky macht weiter. Na, natürlich. Verschlossen. Hm. Speichern ist. Oh Gott, ey je. Speichern ist immer eine ganz tolle Sache, wenn man auch mal speichern kann. So. Antenne aufzeichnen! Inka, erzähl uns einen Witz. Haha. Nein, du sollst nicht die Pointe hahaan, sondern du sollst uns einen Witz erzählen. Geht ein Skelett zum Arzt, sagt der Arzt, sie hätten selber früher kommen. Haha. Ich finde den Witz eigentlich echt gut, ne? Das ist einer meiner besten. So, pass auf. Über den lache ich schon seitdem ich 2 bin. Müssen wir jetzt hier runter? Oh Gott, das sieht ja sehr Das ist eine Gondel. Ach herrje, das sieht zu. Ja, natürlich ist es das. Okay, pass auf. Wir haben hier große Probleme. Die in diesem Bereich. Keine Ahnung, wie viel da. Nee, lass die Kräuter da liegen und nehme mal dieses Glibbelfiech da und gehe dann damit runter zu. Ach ja, oh Gott, ich bin so dumm einfach. Mal gucken, ob wir da was finden dann. Kann ich denn durch das Loch wieder runterhüpfen? Ja, doof, wenn nicht, ne? Ja, dann wäre es doof, wenn nicht. Inka, du bist. So schlau. Warte mal, hier haben wir noch eine Tür noch nicht aufgemacht. Oh Gott, ich wünschte, ich hätte die Tür zugelassen. Ah! Das hört sich an, als würde jemand aus dem Bon kiffen, Alter. Mhm. Oh. Hallo? 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 Oh. Oh, Schluck! Jetzt! Ja, und gleich wacht er auf. Ja, nicht lesen. So. Machen wir dramatischer die Stimme eben ganz kurz machen. Akten zum Igelwachstum. 3. Februar 1978. Habe 4 Igeln Tee verabreicht. Zunächst leben sie als Parasiten und Raubtiere. Dann vermehren sie sich. Dank dieser biologischen Merkmale sind sie ideale Kandidaten für Biowaffenforschung. Ansonsten wurden keine Änderungen beobachtet. 10. Februar 1978. Seit dem Verabreichen von Tee sind 7 Tage vergangen. Größe rapide verdoppelt. Erste Anzeichen der Verwandlung. Vermehrung erfolgreich. Ihre Anzahl verdoppelt sich in einer Stunde. Aber ihr Heißhunger führt sie zu Kannibalismus. Schnelle Futtermenge erhöhen. Aber 2 wurden gefressen. 7. März 1978. Habe ihnen Lebenfutter gegeben, aber die Hälfte verloren, weil Lebenfutter sich wehrte.
Die Igel lernen sich aus Erfahrung und gehen zu gemeinsamen Angriffen über. Keine Anzeichen mehr von Kannibalismus. Ihre Entwicklung übertrifft sie alle Erwartungen, genau. 22. April 1978. Individualität der Igel selbst bei Fütterung nicht mehr präsent. Sie bewegen sich als Gruppe, fressen mit erstaunlicher Effizienz alles, was ich ihnen gebe. 30. April 1978. Ein Mitarbeiter hat mein Experiment entdeckt. Sind Menschen als Futter geeignet? Wie reagieren die Igel? 3. Juni 1978. Ein denkwürdiger Tag. Heute haben sie mich nachgemacht. Sie erkennen also ihren Vater. Wunderbare Kinder. Ihr gehört mir allein. Oh, ja. Und damit wäre auch diese Folge für heute beendet. Wir sehen uns also wieder in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, Freunde. Ciao, ciao, ciao.